Hallo, das Jahr geht jetzt langsam zu Ende und vielleicht war es für dich auch ein ziemlich turbulentes und aufregendes Jahr. Meistens zum Jahresende gilt es noch, das ein oder andere schnell im Endspurt zu erreichen. Und eins der Ziele, was wir fast jedes Jahr haben, ist, nochmal Freunde zu treffen, nochmal liebe Menschen um einen rum zu haben. Und der Höhepunkt ist dann der 24.12. oder die Weihnachtsfeiertage, wenn wir dann mit unseren Liebsten zusammensitzen und diesen ganzen Stress hinter uns lassen und dann hoffentlich in Frieden zusammenfinden und dann ganz gemütlich das Jahr ausklingen lassen. Doch mal ehrlich, Hand aufs Herz, wie oft ist das so? Meistens rennen wir bis kurz vor Ladenschluss durch die Gegend und sind total genervt von uns selbst, von anderen, von den Mitmenschen. Und dann auch noch Weihnachten und jetzt auf Punkt soll alles ganz toll sein. Ja, und meistens ist es dann haben wir alles organisiert, dann sind wir fast perfekt, dann meinen wir perfekt zu sein. Und dann sitzen wir dann da zusammen und die Gans steht auf dem Tisch oder was auch immer, der Festtagsbraten. Und auf einmal merken wir, dass unterschwellig was am Brodeln ist. Dass die ach so tolle, gewünschte Energie gar nicht da ist. Und ich kann dir sagen, womit das zusammenhängt. Das hängt ganz viel mit dir selbst zusammen, weil du natürlich Erwartungen hast und wer was erwartet, der ist natürlich im Mangel, weil er davon ausgeht, dass es andere für ihn machen. Und es hängt auch mit deinen Altlasten zusammen, mit Glaubenssätzen, mit Dingen, die im Kollektiv verankert sind, ja? Also Dinge, die uns blockieren. Und dann gibt es sowas wie, wir wollen ja unbedingt Frieden haben und im Außen diesen Frieden sehen und unterschwellig spielt dann doch irgendwelche Ängste mit, Wut, Hass, Verletzungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben und daraus Groll. Und all diese Energien binden das Eigentliche und ziehen uns runter. Und selbst wenn wir im Kopf, in unserem Ego drauf gepolt sind, alles positiv zu machen und heute spreche ich ganz bestimmt dieses Thema nicht an, wo meine Schwester immer so drauf reagiert. Und dann kommt der Moment und boing, du kannst dich nicht mehr zurückhalten und deine Schwester explodiert und das ganze Szenario nimmt seinen Lauf und du kannst es nicht mehr halten. Und damit das dieses Jahr an Weihnachten einfach anders ist, kannst du jetzt den Grundstein legen. Ich biete dir an, 4 Wochen mit dabei zu sein. In 4 Wochen transformieren wir. Und zwar transformieren wir einfach diese Dinge, die dich bisher daran gehindert haben, friedvollen Umgang mit deinen Liebsten zu haben und auch mit deinen Freunden. Und wie mache ich das? Ja, ich habe jetzt schon einige Online-Kurse hinter mir. In diesen Online-Seminaren spreche ich immer ein bestimmtes Thema an. Ich zeige dir Übungen, wie du da für dich selbst ins Reine kommst, wie du ausgewogen bist, weil es hängt alles nur mit deinen Energien zusammen und wie du dich immer wieder zentrierst. Und was ich auch jedes Mal mache, sind Ablösungen und Einschreibungen. Um Himmels Willen, was sind Ablösungen, Einschreibungen, was machten die da? Es ist ganz einfach. Und zwar verbinde ich mich mit der geistigen Welt und in dieser Frequenz kann ich mit deinem Unterbewusstsein oder bin ich mit deinem Unterbewusstsein in Kontakt und mit deiner Seele letztendlich. Und wenn ich einen Satz sage, dass ich den jetzt ablösen kann und du dies mit einem Ja bestätigst,
dann wird diese Energie rausgezogen oder durchtrennt oder eingeschrieben. Diese 4 Wochen werden in dir eine Veränderung hervorrufen. Eine Veränderung, dass du vielleicht auf verschiedene Dinge anders reagierst. Dass du dadurch eine andere Schwingungsfrequenz hast. Weil wenn du anders schwingst, ist es auch im Außen anders sichtbar. Wenn du in deiner Mitte bist und zentrierst, dann kann dich nichts so schnell umhauen und du hast überhaupt gar keinen Impuls, da irgendwas im Außen anzustoßen, was möglicherweise dieses ganze Konstrukt zum Wanken bringt. Und selbst wenn sich dann sowas zeigt, macht es dir weniger aus. Und in diesen 4 Wochen wirst du viele Übungen erhalten. Du wirst Übungen erhalten, du wirst Downloads und Ablösungen bekommen und du bekommst ganz, ganz viel Input, wie die Zusammenhänge sind. In diesen 4 Wochen werde ich in einer geheimen Facebook-Gruppe ungefähr 4 bis 5 Live-Calls machen, a einer Stunde. Und zwischendrin bekommst du ganz viele Informationen, die dir wahrscheinlich ein bisschen die Augen öffnen werden und wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr, nämlich dein Herz. Und da ist der Schlüssel letztendlich verborgen, in deinem Herzen. Weil wenn du aus der Herzensenergie heraus lebst, kannst du im Außen das erreichen und das sehen, was du dir so sehnlichst wünschst. Und dieser 4-Wochen-Kurs, der wird nicht nur was für oder auf den Tag X umgesetzt werden, nämlich an dein friedvolles Weihnachtsfest, sondern es wird dir viel mehr ermöglichen, nämlich der friedvolle Umgang mit deinen Liebsten und mit deinen Freunden. Aber es kann natürlich auch im Beruflichen eine Umkehrung stattfinden, weil wenn du im Innen etwas veränderst in deinem System und mehr mit dir in den Frieden kommst, dann kann sich auch dieser Frieden im Außen zeigen. Und meistens ist es nicht abgetrennt. Meistens ist es nicht nur Person A im Frieden zu haben. Es zeigt sich eben auf viel weiteren Ebenen. Also ich freue mich, wenn du dabei bist. Dann musst du nur den Link unten oder neben, den Link neben anklicken und dabei sein. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.